Okay, wir sind jetzt hier in diesem, wie heißt dieser Raum eigentlich? Ich schaue mal gerade auf der Karte nach, wie der sich schimpft. Das ist der Tempel der Kylzia. Oje, oje, oje. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, was uns als nächstes erwartet. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein und gucken mal, nicht? So, Monster haben die Tür verriegelt. Ugh. Und wieder ein Bosskampf. Also Mini-Boss, wie es aussieht. Ich guck mal. Equip up. Ja, ist ja okay. So, ich nehme es mal mit dir auf, mit dir, Heini. Abdomen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, nice. Geht gut los. Es geht sehr gut los. Vielleicht mache ich auch irgendwann demnächst mal Schaden. Hallo? Ich glaube, ich mache keinen Schaden damit. Liegt das vielleicht am Abdomen? Abdomen? Vielleicht liegt es am Abdomen. Theme Hospital klingt gut und kenne selbst nur Theme Park. Theme Park geht in eine komplett andere Richtung. Also bei Theme Park baust du ja deinen Freizeitpark auf. Ich habe das damals meinem Kumpel geschenkt zum Geburtstag, das weiß ich noch. Ich selber konnte mit dem Spiel immer damals nicht so wirklich was anfangen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie es ist. Also ich kann es nicht sagen. Also keine Ahnung. Mal gucken. Ich werde das, denke ich mal, auch auf die Liste packen für irgendwann mal. Aber Theme Hospital macht wirklich Spaß. Das ist echt ein mega gutes Spiel. Und vor allen Dingen lustig. So, wir probieren mal den rechten Arm. Ja. Machen wir auf jeden Fall schon mal gefühlt mehr Schaden, weil er den nicht blocken kann. Ja, das ist doch schon mal besser. Na, guck mal, das geht doch wie das Brezelbacken hier. Ah, schade, zu langsam. Und gleich nochmal. Fehlt. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja. Weiß halt leider auch nicht, wie viele HP der Typ hat. Ich glaube, das war mal ein Boss. Bin mir aber nicht sicher. Ah, zu schnell. Schade, 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 Tomate. Ja gut, fangen wir wieder an. Ach Mensch, oh, wieder zu langsam. Betäubungsgas, okay. Wen machst du denn taub damit? Ach shit, ich bin paralysiert. Nein, ich kann nicht angreifen. Verdammt. Ich probiere mal einen Angriffszauber, wie wär's? Vielleicht mal so eine kleine Explosion auf den Kollegen schriechen hier. Probieren wir mal. 0 HP. Ich weiß es halt nicht, Paralyse. Müsste ich mal gucken, ob ich irgendein Heilmittel gegen Paralyse habe. Verfehlt. Schade. Es hätte ja sein können, dass es klappt. Meine Güte. Aua. Sie Arsch. Das tut weh. Das muss ich jetzt mal heilen. Ja, also die Gegner sind jetzt wirklich hart. Also alles andere als Popel einfach. Aber ich schätze mal, auch das kriegen wir in irgendeiner Art und Weise auf die Reihe. So, ich guck mal, ob ich irgendwas habe, was mich von der Paralyse befreit. Cloud gegnerische HP. Müsste ich mal lernen, ne? Sie Arsch in den Arsch? Genau. Genau so, Tim. Genau so. Sie Arsch. Auf den Arsch. Nicht in den Arsch. Auf den Arsch. In den Arsch wäre eklig. Na gut, verfehlt. Macht nichts. So. Okay, Entseelung gelernt. Naja. Aber doch, wir haben noch mehr Grimoires, ne? Segen, hebt Fluch auf.
Kann ich nicht benutzen. Schade. Warum nicht? Ach, wahrscheinlich, weil ich keine Mana-Punkte mehr habe. Grimoire der Hitze. Nee, kann ich auch nicht mehr machen. Ah, okay. Betäubung, Gift und Lähmung. Allheilmittel. Habe ich aber leider nur eins. Risk. Fluch? Nee. Lähmung ist das, glaube ich, ne? Wir probieren mal. Was, wie nennt man Sex mit Gegenständen? Weiß ich nicht. Sex mit Möbelstücken, was halten Sie davon? Nicht viel. Gift. Liege. Betäubung. Betäubung ist es aber auch nicht, oder? Probier's mal. Ach, Dingsbums. Oh Gott. Ah! Oh Gott. Sehr schlecht. Schlecht, aber gut. Irgendwie. Nein, nicht schon wieder betäuben, Sie Arsch. Ah. Manu! Der doof. Der voll doof. So, nochmal. Nächstes Mal bin ich schneller. Vielleicht. Antibetäubung. Antibetäubung. Das klingt irgendwie lustig. So, jetzt bin ich dran hier, du Arsch. Das gibt's auf dem Arm. So. Verdammt. Ja, lustig, wenn es nur noch die 2 HP gewesen wären. Ich hätte mir hier einen abgekämpft. Junge, Junge, Junge. Komm schon. Ach shit, verfehlt. Ja, wir heilen uns nebenbei mal ein bisschen. Kann nie verkehrt sein. Später. So. Einmal noch. Ach, scheiße. Zu früh gedrückt. Nein! Nicht wieder sein Betäubungsgas. Ich will nicht taub werden. Ganz zu schnell. Fuck. Mann! Der Arsch! Er könnte aber auch langsam mal sterben, so ein bisschen, weil ich habe mir doch jetzt schon ein bisschen was abgezogen. Möchte ich meinen. Komm schon, stirb doch! Ich könnte ihm wahrscheinlich mehr Schaden machen, wenn er sich nicht geboostet hätte. Glaube ich. Manu. Na komm schon. Jetzt stirb doch endlich. Wie viel Schaden habe ich denen denn schon gemacht? Das ist doch schon einiges jetzt. Meine Güte. Na endlich geht er down. So, Lippenstift bekommen wir. Lippenstift einer legendären Kriegerin. Er wurde ihr von einer Lichtfee verliehen. Aha. Grimoire der Tilgung. Grimoire des Ausmerzens. Hebt Betäubung, Gift und Lähmung auf. Das ist aber mal ein schönes Grimoire. Cool. Und eine Alchemistenprobe. Eine Mixtur der Alchemisten. HP und Risk erholen sich um ca. 25 Punkte. Ja, her damit. Tür wurde aufgeschlossen. Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis der ganze Krempel wieder sich regeneriert hat. Ihr kennt das Problem ja. Wir gucken in der Zwischenzeit mal, zu welcher Tür wir am besten gehen. Guck mal, hier ist irgendwie was zusammengestürzt, eine Säule oder irgendwie sowas. Ich würde sagen, ich gehe mal hier lang. Ich weiß aber noch nicht.
ob das der richtige Weg ist. Wir werden sehen. So, diesen schlechten Witz lese ich jetzt nicht vor, Olli. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe ihn zur Kenntnis genommen, aber ich ignoriere ihn jetzt. Mann. Man muss ja nicht auf alles eingehen, ne? Muss man nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal. Was haben wir für Grimoires? Grimoire der Taubheit. Betäubungsgase. Das Gegner wird betäubt. Grimoire der Kaskade. Aquakaskade. Das ist die Wasserpartikel in der Luft gefrieren. Segnung hebt Fluch auf. Das hätte ich eben gebraucht, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, das glaube ich dir, dass du Flachwitze auf Lager hast. Das hast du schon mehrfach zum Besten gegeben. Grimoire der Hitze. Aquaschutzes. Steigert zeitweise die Asser. Die Wasserattribute. Genau, die Asser-Attribute. Genau. Und das Grimoire der Tilgung. Habe ich noch irgendeins? Ich glaube nicht, ne? Nee, nur die. Aber ja, das ist doch. Ach komm, ich kann den eigentlich auch gleich lernen, ne? Oder? Geht das? Mal gucken. Ausmerzen. Blup. So, wir haben nichts, aber wir haben was Neues gelernt. Das kann also nicht von schlechten Eltern sein, sozusagen. Kann ich einen anderen auch noch lernen? Ich weiß, das bringt zwar jetzt nicht so viel. Im Kampf wird es mehr bringen. Aquaschutz, Wasserattribute der Rüstung steigern. Ja, warum nicht? Es sind ja keine Angriffe in dem Falle, ne? Ein Angriff müsste ich so gegen Viech lernen. Resist Water. Ja, warum nicht? So, den haben wir gelernt. Was haben wir noch? Grimoire der Segnung. Hebt Fluch auf. Benutze ich auch. Immer rein damit in den Karton. Kann nicht schaden. So. Okay, den haben wir auch gelernt. Huch. Was haben wir noch? Wir haben noch das Grimoire der Kaskade. Das ist ein Angriffszauber. Betäubungsgas. Und das war's, ne? Nach dem Betäubungsgas war's das. Gut, okay. Gut. Dann müssen wir kurz einen kleinen Moment warten, bis sich der ganze Krempel wieder regeneriert hat. Das dauert ja nicht allzu lange. Problem ist, ich muss jetzt immer das ganze Zeug regenerieren. Weil, wie gesagt, es kommen jetzt sehr, sehr viele Bosskämpfe. Und deswegen sollten wir theoretisch... au. Ah, warum hat es mir denn gerade im Nacken gezogen? Unangenehm. Oh, Gott, ich werde alt. Ja, wir sollten auf jeden Fall alles mitnehmen, was wir können. Weil, wie gesagt, wenn so viele Bosskämpfe jetzt noch kommen, brauchen wir auf jeden Fall immer alles auf Max. Und deswegen einfach die Sekunde mal kurz warten. Das kriege ich mal schon hin. Ich sehe jetzt nicht so sehr lange. Ja. Genau. Habe ich noch irgendwas zur Überbrückung? Überlege gerade. Ich muss mir mal unbedingt mal ein paar Themen überlegen, die wir hier währenddessen wir warten bequatschen können. Komm, ich gehe einfach mal rein. So. Ach, wieder ein Kistenrätsel. Wo muss ich hin? Wait. Muss ich da hoch? Muss da hoch, ne? Okay. Guck mal, da drüben sind noch mehr Kisten. Kann ich einfach hier ums Eck hüpfen? Ach, da ist eine Wand. Ah, haben sie mich verarscht. Blödies. So, den kann ich hier rein theoretisch... Darüber. Ach, hier ist ja auch noch einer. Ja. Okay. Spannend. Sehr, sehr spannend. Den kriege ich jetzt nicht wieder da weg, ne? Ist wieder so ein blödes Rätsel, aber das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. Ich glaube, ich hätte den... Oder? Ich geh noch mal raus. Komm ich überhaupt raus? Ja. Okay, ich geh noch mal raus und komm noch mal rein. Oh nein! Warum sind denn jetzt hier solche Gegner auf einmal? Was soll denn der Kack? Lass mich weg hier! Diesen Wasserhaini, gegen den kämpfe ich ganz bestimmt nicht noch mal.
Ganz bestimmt nicht. Der kann sich mal gehackt legen, der Penner. Boah, wie ich den gefressen habe, ey. Wie ich den gefressen habe. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Diese Made. Das ist doof, ne? Ach. Das ist richtig doof. Sag mal, ich brauche doch nur 3 Kisten übereinander, oder? Es könnten auch schon 2 reichen. Zeig mal hier. Nimm doch mal die Kiste. Hallo? Kann er nicht. Ach, scheiße, das sind wieder solche Kisten. Die man nur schieben kann. Ah! Oh, wie mache ich denn das jetzt wieder? Die kann ich nicht übereinander stapeln. Ich brauche aber mindestens 2 übereinander. Hä? Weißt du, jetzt so kurz vor der Angst kommen sie mit so einem Krempel. Und mit solchen Arschlochgegnern hier. Ich hasse ihn, geh doch weg. Geh sterben, du Penner. Ja, wie soll ich denn das jetzt... Ich hätte jetzt höchstens noch die Idee, dass wir den Klotz hier, wo ich gerade drauf stehe, eventuell zum Schieben benutzen. Aber ich glaube, das geht nicht, ne? Also, wenn wir den quasi jetzt hier rüberbringen, unter die andere Kiste drunter, und die dann einfach zum... Oder reicht's, wenn ich hier renne? Das hätte ja sein können. Es hätte ja sein können, dass ich quasi, wenn ich mit darüber renne, mit Anlauf. Ja, es fehlt nur ein kleines Stückchen. Ich habe jetzt so überlegt, dass ich den hier hinschieben muss. Und das mache ich wie genau? Mal kurz überlegen. Wie kriege ich den da hin am blödsten? Ach, schön, dass man hier das nicht so gut einsehen kann. Ich müsste ihn theoretisch, also der müsste ich theoretisch hier hin. Kann ich die kaputt schießen, sag mal? Probier das mal. Ich glaube, ich kann die nicht kaputt schießen, ne? Ist auch eins zu weit, oder? Ja, es ist eins zu weit. Also quasi so. Ah, das geht ja gar nicht. Weil sobald ich den jetzt nach da schieben will, dann... Ja, super. Das geht nicht. Ah! Ich hab... Ja, ah ja, ah ja, 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 okay, okay, okay. Ich glaube, ich weiß wie. Moment. Haben wir gleich. Haben wir gleich. Raus! Oh! Mann, dass der immer noch die Zeit hat, mich anzugreifen. Ärgerlich. Okay, ich glaube, ich weiß, wie man das machen muss. Leute. So. Und so. Und den anderen muss man einmal so. Einmal so. Einmal so. Shit, das passt nicht ganz. Das passt leider nicht ganz. Na, wieso runter? Was ist mal los hier? Wenn ich den jetzt noch einen weiterschiebe, bringt nichts. Wenn ich einen weiterschiebe, geht er kaputt. Ich kann den ja schon mal dahin pupsen. Hätte ich vorhin gesagt.